Bleibt denn der? Mensch, Kauber, schau mal auf die Uhr. Martin, ich hab nur die Uhr. Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von Börsenpunk. Kameramann Martin oder Handymann ist auch wieder mit am Start. Freut mich persönlich. Ganz kurz Rückblick zur letzten Ausgabe Kritik. Ich würde auch 10 Minuten verkraften. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Mein Depot ist um Chili gewachsen. Wow, freut mich persönlich. Chili entwickelt sich sensationell. Wo bleiben die Rückblicke? Andi, wolltest du mich darauf hinweisen, wenn ich irgendwas vergesse? Entschuldigung. Entschuldigung. Ihr Tipp, Adi, das zu verkaufen, hat mich gekostet, sorry. Also letzte Ausgabe ist sicherlich nicht gesagt, Adidas zu verkaufen, sondern ich habe gesagt, Adidas ist so super gelaufen, dass ich die Aktie nicht mehr kaufen würde. Vielleicht Skechers kaufen würde, weil ich die super finde. Wir geben hier Tipps, Anregungen, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. So, und deswegen sage ich auch immer, wenn wir hier Anregungen geben, dann zu Hause einmal überlegen, finde ich das Unternehmen, finde ich die Idee gut, bin ich bereit da zu investieren, ja oder nein, das muss jeder für sich selber entscheiden. Schöne Mail, Tesla, hier liegst du falsch. Und da sind wir schon beim Punkt. Tesla hat zuletzt 60 Milliarden Dollar Börsenbewertung erreicht. Tesla war mehr an der Börse wert als BMW beispielsweise, als GM, General Motors, Ford. Das ist absoluter Wahnsinn. BMW verkauft zum Beispiel 2 Millionen Autos im Jahr und will in diesem Jahr 100.000 Elektroautos verkaufen. Tesla macht super Autos. Treffen in der Zeit sind sensationell. Aber das Unternehmen verkauft 85.000 Autos im Jahr. Schauen wir uns die Modelle mal an. Nämlich im Moment, oh, fast, das Modell S. Modell S ist für mich ein Liebhaberstück. Das ist ein Luxusauto, kostet über 100.000 Euro. Das ist für Frühadopter, die früh in einem Markt sind, sich positionieren, sich zeigen wollen. Das ist ein tolles Auto, ist seiner Zeit wirklich voraus. Aber inklusive, Moment. Yes! Inklusive dem Modell X, diesem SUV, der auch mit einem Buhai präsentiert wurde, stagnierend die Quartalszahlen, die Verkaufszahlen. Zuletzt haben wir 22.000 Autos S und X verkauft. Im letzten Jahr eine Steigerung von Elon Musk, wie er es immer präsentiert, von 56%. Das ist sicherlich richtig. Aber der springende Punkt ist doch, im Vergleich zum Vorquartal sind die Verkaufszahlen um 12% gesunken. Um 12% gesunken. So, und das ist für mich der springende Punkt. Denn einzig und allein die Hoffnung bei Tesla liegt beim Modell 3. Das Modell 3 wurde mit einem riesen Tamtam angekündigt. Jetzt soll es auf jeden Fall kommen. Und Elon Musk hat immer gesagt, 2017 werde ich auch 100.000 Autos von Modell 3 produzieren. 100.000. Zuletzt ist er zurückgerudert und hat gesagt, vielleicht werden es nur 80.000. Jetzt werden es angeblich nur 20.000 oder 30.000. Sorry, aber Tesla wird seine Produktionsziele meiner Meinung nach einfach nicht erreichen. Die Aktie ist zuletzt abgestürzt. Warum, weshalb? Weil die Produktionsziele nicht erfüllt werden. Diese Vorbestellung von 400.000 abarbeiten, denn 2018 möchte er 500.000 Autos produzieren. Wie? Sorry. Um eine Firma aufzubauen, braucht man 18 Monate. Goldman Sachs hat das Kursziel runtergesetzt von 190 auf 180 Dollar. Und zudem ist der wichtige Softwareentwickler bei Tesla, Chris Lettner, auch nur weg. Also für mich alles Anzeigen. Vielleicht kann man die Aktie mal bei 240 Dollar einsammeln, aber für mich wäre sie immer noch absolut zu teuer. Muss man ganz ehrlich sagen. So, was haben wir sonst noch in der Sendung dabei? Bleiben wir beim Thema Elektromobilität. MBB beispielsweise. Mein Zimmerkollege fährt total drauf ab. MBB, Beteiligungsfirma, hat verschiedene Beteiligungen im Portfolio. Beispielsweise auch Aumann. Aumann, Unternehmen, das produziert Wickelmaschinen für Elektromotoren. Wie gesagt, Zukunftsmusik schlechthin, das ist absoluter Hammer. Aumann hat im Moment einen Wert von roundabout 600 Millionen. Und MBB hält immer noch diese Beteiligungsholding, hält immer noch die Hälfte der Anteile von Aumann. Und diese Hälfte, 300 Millionen, deckt über 80% des Wertes ab von MBB. Gut konsolidiert zum Schluss. Jetzt sieht es wieder so auf, würde die Aktie nach oben durchstarten. Das ist eine tolle Firma. Und wenn ich so sagen darf, Aumann deckt fast die komplette Börsenbewertung von MBB ab. Die anderen 5 Beteiligungen, die man noch im Portfolio hat, Delignit, Holzwerkstoffe und Cloud-Software und so weiter und so fort, die gibt es für mich quasi umsonst. Das ist, wenn ich ins Restaurant gebe, bestelle einen Schnitzel, bekomme aber für Schnitzel noch Pommes und Salat auch noch dazu. Also, die Aktie ist für mich wahnsinnig spannend. Kann man sich mal auf die Lauer legen. Schöner Tipp. AMS. Ja, Österreich. Wenn man sich die Märkte mal anschaut, Österreich läuft 40% der Index besser als der DAX. Schauen wir uns den Chart mal beispielsweise an von dieser AMS. Sensationell. Jetzt seitwärts, wenn die nach oben rausgeht, würde ich sie kaufen. Warum würde ich sie kaufen? Weil die beispielsweise Sensoren produzieren, um die Helligkeit von Handys oder Tablets heller dunkel zu machen. Oder beispielsweise diese LiDAR-Radar-Technologie, mit der Autos später selbst fahren können, die Hindernisse erkennen. Diese Systeme verrechnen in Sekunden tausende von Informationen. Das macht alles AMS. Deswegen finde ich das Unternehmen wahnsinnig spannend. Können wir hier den Chart vielleicht mal einblenden? Über 68 fliegt also hier absoluter Deckel weg. Das ist ein tolles und spannendes Unternehmen. Möchte ich auf jeden Fall gleich mal an die Watchlist hängen. So, was haben wir noch dabei? Ganz kurz. Hot haben wir natürlich immer wieder dabei. Hot.
Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Oh, falsches Test. Andi, du bist doch der Zocker. Wettzocker schlechthin. Ja, das bin ich. Sportwetten. Pferdewetten.de ist eine ganz heiße Kiste. Ich stehe auch total auf Sportwetten. BWN, Interwetten, habe ich alles schon probiert. Pferdewetten.de im Moment nur aktive Kunden 10.000 im Bereich der Pferdewetten im Moment aktiv. Logisch, sagt er gleich der Name. Aber möchte im vierten Quartal verstärkt im Bereich der Sportwetten agieren. Das ist eine hochinteressante Kiste und das bietet einfach einen Mehrwert. Das Unternehmen wird im vierten Quartal absolut die Marketinganstrengungen wird es erhöhen und wird es verstärken und da werden die Leute auch darauf aufmerksam. Was macht das Unternehmen? Neuer Player im Bereich der Sportwetten, also Pferdewetten.de, sehr interessant und der Hintergrund vor allem, einer der ehemaligen Gründer von Bet at Home ist hier auch mit am Start. Also der wird sehr großes Interesse haben, auch das Unternehmen wieder groß zu machen und richtig Power da reinzublasen. Haben wir irgendwas vergessen? Den Rückblick. Oh, den Rückblick. Was haben wir als CQNet? Ist hammermäßig gelaufen. 66 haben wir, glaube ich, gesagt. Jetzt steht sie schon fast 100 Euro. Novo Nordisk, habe ich gesagt, langweilige Aktie liegen lassen. Super, läuft. BlackBerry, oh, muss man ein bisschen Zeit geben. Softwareentwicklung, dort Cups läuft. Norcom, sensationell. Paragon ist gelaufen. Leoni, BMW, JD.com. Auch tolles Unternehmen. Geely, mein Liebling, muss ich nochmal mitbringen. Geely investiert jetzt in fliegende Autos. Sensationell. Teil und auf der anderen Seite hat die Tochter Volvo jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass man ab 2019 jedes Auto mit Elektroantrieb anbieten will. Sorry, die sind in Deutschland auf jeden Fall einiges voraus. Und jetzt nochmal ganz kurz auf Thema Sportwetten. Andi, wir werden jetzt mal ganz kurz gucken, ob für Sportwetten am Wochenende irgendwas up to date ist. Den Schlusssatz habe ich nicht verstanden, aber ansonsten war es grandios.